So, ich bin jetzt hier in meiner alten Heimat im Kreis Schleswig-Flensburg, mache hier gerade eine schöne Radtour und habe ich jetzt gesehen, dass hier ein Trecker, der flügt hier gerade oder tellert hier gerade und da ist ein Storch, ne? Der ist ganz ja, genüsslich auf der Suche nach Nahrung. Der guckt hier mal nach, was er seiner Gattin so schönes zum Abendbrot servieren kann. Ne? Guck mal, da geht ja alles schön ab. Das ist doch ganz, ganz, ganz reizend hier. Also sowas ist doch wunderbar. Ne? Das ist ein fleißiger Storch. Das schmeckt. So, ich bin jetzt hier gerade in Hönningen angekommen, an der Träne. Hier sind so Pferde, ne? Die stehen hier drin und grasen hier so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Genau, dahinter ist dann der Fluss. Also die Träne ist der nördlichste Fluss Deutschlands. Ne? Ja. Guck mal, hier sind jetzt auch so Pferde, ne? Guck mal, das ist so ein rotbuntes hier. Ich glaube, das sollte mal eine Kuh werden, aber ist dann irgendwie als Pferd geboren worden. Naja, kann gar nicht passieren. Guck mal an hier, ne? Das ist dann so eine Kuh. Wie eine Kuh sieht das aus hier. Ja, ist auch nett. So, ich bin jetzt direkt hier unten an der Träne, die schlängelt und windet sich dann hier so durch die ganze Gegend, ne? Ja, das ist auch nett. Hier kann man dann mit dem Seil so reinspringen. Das kann man dann gut machen. Ja, genau. So, und hier hat jemand einen Weihnachtsbaum entsorgt, sehe ich gerade. Ne? Das heißt, hier ist ein alter schnöderiger Baum. Hier ist dann auch ganz vertrocknet schon. Ne? So ein kleines Ding eben. Ne? So mehr für die Toilette vielleicht. Naja, aber wenn er einen Tannenbaum braucht zu Ostern, der wird dann hier fünf. Der kann sich den hier abholen. Und hier vorne hier sind dann so ein Ferienhaus, so eine Ferienhaussiedlung. Hier sind dann so kleine Bungalows. Hier kann man dann wohnen im Sommer. Das ist immer richtig nett hier. Die haben immer im Garten ganz nett. Das ist immer ganz schön hier. Und hier vorne ist ein Platz. Ne? Hier hatte ich dann meinen 8. Geburtstag gefeiert. Als ich 8 wurde, glaube ich, war das. Da hatten wir dann hier Kindergeburtstag gefeiert. Da war hier dann noch ein bisschen offener alles. Ne? Das Gelände war dann offener. Da konnte man hier dann runtergehen zur Träne und dann hier baden. Das war schon schön hier. Ja, hier ist mein absoluter Lieblingsplatz, hier bin ich also jedes Mal. Hier sitze ich ganz gerne mal und schaue dem Fluss hier zu, wie er dann so vor sich her fließt. Ne? Also es ist hier wirklich eine ganz schöne Stelle. Ja, also hier geht es mir richtig gut. Ne? Hier kann ich Mensch sein. Ja, das ist schon ganz, ganz angenehm hier. Sehr schönes Fleckchen Erde hier. Ne? Hier ist dann auch nicht Wasser drin. Ja, war ja auch nur noch Hochwasser hier, da war das hier alles überspült, als ich das beim letzten Mal hier war. Ne? Das war dann beim letzten Mal. Jetzt ist hier wieder alles abgesackt, genau. So, das Pferd hier, das Schimmel, das folgt mir ganz unaufhaltsam hier. Ne? Das ist hier ganz angetan von mir hier, das ist doch ganz nett. Guck mal hier, das ist doch hier, habe ich keinen Wegbegleiter hier. Ja, das ist doch super. Ne? Aber hier das Pferd, guck mal hier, das ist doch ganz, ganz putzig hier. Ne? Du bist ein ganz liebes. Ja, so muss das sein. Genau, dann haut es ab und biegt es da ein. Naja. Das war doch schön. Ja, jetzt ist hier nochmal das Rotbunt nochmal hier vor mir. Das ist dann hier jetzt nochmal und marschiert hier nochmal eine Runde. Genau, dann ist das andere auch hier. Ach, hier ist ein schwarzes. Genau. Das ist dann hier. Genau, und da ist dann das Weiße. Oh, nun macht noch das denn hier. Guck euch das mal an. Jetzt hat das hier gerade geköttelt hier. Oh nein. Gerade geäpfelt hier. Naja, ein ganz freches Pferd hier. Das gehört sich nicht, ne? Das ist nicht nett. Naja, so ein. Muss auch mal sein, ne? So, jetzt ist hier so eine Bonbon-Manufaktur hier rechts neben mir. Die ist hier, also Bonbon-Kaffee Hönning. Hier kann man dann auch Bonbons kaufen und auch Kaffee trinken. Ne? Auf Naschen ist hier dann auch Pflicht. Die kann man dann auch so für das Zeug probieren. Die Zeit ist hier geschlossen. Ne? Das ist ja was für Gutschmecker hier. Ja, schade. Also hier gibt es Bonbons. Wer hier keine Bonbons mag, der kann dann Obstfrucht. Der kann dann hier hinkommen. Genau, hier gibt es Bonbons. Das ist auch super. Ja, super.